kein Spaß, Rauchkraft, Berlin lebt brav. Dass sie auf den lila Wolken schwebt, klar. Sie Berlin, Neukölln, Freitagnachmittag. 50 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 präsentieren ihre Geschichten. Sie rappen, bauen Live-Hörspiele, zeigen Foto- und Video-Stories. 10 Wochen lang haben die Schüler des Albrecht-Dürer-Gymnasiums eigene Erzählungen in neue mediale Formen gebracht. Kurze Zeit brach der Drache in die Burg ein und brachte den Filmschuppen. Kreatives Schreiben auf digital, so das Motto des Medienwerkstatt-Workshops. Unterstützt von der TUI-Stiftung und durchgeführt von Medienprofis, Musikern und Digitalexperten des Bildungsvereins Vincentino, die den Schülern dabei halfen, ihre Geschichten umzusetzen. Wir haben direkt drauf losgeschrieben. Er hat uns gesagt, wir sollen erstmal Blätter nehmen zum Beispiel. Erstmal raufschreiben, über was wir überhaupt halt rappen wollen. Themen finden. Und dann halt einzelne Wörter aufschreiben, die wir dann zusammenpacken vielleicht, wo wir dann Reime rauskriegen. Das hieß für die Schüler, erstmal eine Idee entwickeln, dann eigene Texte schreiben und für diese im Rahmen des Workshops ein passendes digitales Format finden. Wir wollen keine Lehrer sein, sondern wir stehen ihnen so zur Seite als Berater. Und wenn sie dann ihre Hefte nehmen, ihre Schreibhefte und sagen, wir haben diese Story und würden die gerne als Hörspiel machen, dann sitzen wir daneben und beraten sie. Wir haben so ein Fotostory-Projekt gemacht halt. Wir wussten halt gar nicht, wie man damit umgeht oder wie man einen Comic macht. Jetzt wissen wir halt, wie man das macht. Vincentino ist ein Verein, der kulturelle Bildungsprojekte an Berliner Schulen fördert und sich an die wendet, die selten kulturelle Angebote nutzen. Gegründet wurde Vincentino von der TV-Moderatorin Sandra Maischberger. Das sollen jetzt nicht alles Journalisten werden und es sollen nicht alles Schriftsteller werden. Ich glaube, es führt dazu im Idealfall, dass sie etwas an sich entdecken, was sie vielleicht nicht entdeckt hätten, wenn sie einfach nur Mathe gebüffelt hätten, wenn sie einfach nur einen Text akzeptieren müssen, sondern sie müssen sich ausprobieren und finden vielleicht raus, was sie können. Die TUI-Stiftung hat die Medienwerkstatt bereits zum 3. Mal unterstützt, aus gutem Grund. Ich glaube, fürs Schulleben ist es gut, wenn die Schüler sich auf eine andere Art und Weise einmal kennenlernen. Eine Schülerin sagte auch, man hätte lernen müssen, nicht zu viel zu streiten, mehr zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, diese Sozialkompetenz ist ganz schön. Und vielleicht erhalten sie durch diese Projekte und vor allen Dingen durch die Medien oder die Arbeit mit den Medien die Gelegenheit, nochmal neue Berufsfelder, neue Fähigkeiten an sich selber zu entdecken, die sie weiterbringen auf ihrem Lebensweg. Das Schöne ist, das Projekt endet noch nicht. Wenn die Schülerinnen und Schüler es wollen, können sie den schuleigenen Blog weiter nutzen für ihre ganz eigenen Geschichten.